Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Ich habe ein neues Journal gemacht, das ich gerne heute mit euch durchblättern möchte. Das ist dieses Exemplar hier. Vielleicht könnt ihr das schon so ein bisschen erraten, um welches Thema es sich hier so handelt, wenn ihr dieses kleine Hexenröckchen hier seht, was ich hier so dran gebaut habe. Und tatsächlich ist dieses Cover auch ursprünglich mal ein Rock gewesen. Der war hier vorne eigentlich geschlossen und diese Schnallen waren sozusagen ja zur Verstellung der Größe gemacht, wo sich dann einfach der Stoff, der hier hinter war, so ein bisschen aufgerafft hat. Ich habe das dann hier in der Mitte auseinandergeschnitten und eben ja das nach hinten umgeklappt, sodass hier dieses Cover entstehen kann, sodass die Schnallen dann als Verschluss für das Journal dienen können. Hier vorne drauf habe ich so ein kleines Dingeldangel gemacht. Also diese Ösen hier dienen dazu, dass das festgehalten werden kann. Zeige ich euch gleich noch, wenn ich das öffne, wie ich das genau gemacht habe. Das hier ist so ein alter O-Ring. Davon hatte ich irgendwie nur noch einen. Ich glaube, den anderen habe ich auch schon mal an irgendeinem Journal dran getan. Hier habe ich auch aus alten O-Ring-Teilen und so Perlen, die ich mir jetzt mal neu gekauft habe, eigentlich extra für dieses Journal, hier so ein Dings gemacht. So ein kleines Mini-Dingeldangel-Teil. Und diese Kette, die ist dann auch noch mal hier oben befestigt. Die könnte man theoretisch hier auch abmachen mit diesem kleinen Karabinerhaken, muss man aber nicht unbedingt. Und dann hängt die halt hier hinten so rum. Ist jetzt in der Kamera ein bisschen schwierig zu zeigen. Und hier ist noch mal so ein kleines Teil, was hier dann so herumhängt. Der besondere Clou an dieser Sache und an diesem Buchrücken sozusagen ist, dass sich hier so ein kleines Geheimfach in dem Buchrücken befindet. Hier ist der Originalreißverschluss von dem Rock, also ne, der das halt vorher hier war. Den habe ich etwas manipuliert und etwas anders aneinander genäht, sodass man jetzt hier das so hinstellen kann. Und dann kann man diesen kleinen Schnuppi hier abmachen. Dann hat man quasi, wie ihr seht, die Kette hier so lose. Und dadurch kann man dann diesen Reißverschluss hier öffnen. Dazu sollte man das allerdings so aufstellen, weil mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Und dann kann man das so aufmachen und dann hat man hier hinten ein verstecktes Fach, wo man Kleinigkeiten reinstecken kann, kleine Notizzettel und so weiter. Und die zweite Lage eben von diesem Stoff verdeckt jetzt auch die Nähfäden von den Signaturen, sodass hier trotzdem noch ein verstecktes Bein sozusagen ist. Ja, dann kann man das hier wieder so zumachen. Hier oben ist im Übrigen auch noch dieser Originalhaken von dem Rock, sodass man das wirklich auch hier oben einhaken kann, dass das nicht irgendwie auseinanderfliegen kann und der Reißverschluss kann vor allen Dingen auch nicht noch da oben durchflutschen. Dann kann man das später wieder da so dran machen, aber das könnt ihr euch vorstellen. Und dann kann man das hier so öffnen. Und man könnte jetzt theoretisch auch, wenn man Lust hat, hier in diese einzelnen Löcher noch so kleine Teile reinhängen wie diese hier. Genauso auch in die Löcher hier oben. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Und wie ihr seht, ist das ziemlich flexibel. Das ist jetzt auf dem kleinsten Loch, aber es ist noch relativ viel Platz. Das liegt daran, dass die Person, die das bekommen wird, da noch relativ viel drin machen möchte in diesem Journal und Informationen über Hexen da drin sammeln möchte. So dass man jetzt theoretisch, wenn man das jetzt richtig prall befüllt hat, auch im Prinzip das letzte Loch sozusagen verwenden könnte. Also wenn das jetzt richtig dick wäre durch Befüllung, dann könnte man das auch auf der letzten Schnalle noch zumachen, sodass die Schnallen quasi trotzdem noch eine Funktion haben, auch wenn das Journal relativ dick ist. So, wenn man das dann aufmacht, dann geht das hier mal so los. Diese kleinen Dinger hier sind ja noch so zusätzliches kleines Dingeldangel-Gedöns. Die sind hier mit einem Knopf festgemacht und hier vorne geht es quasi durch, sodass hier dieses vordere Teil hier dran festgehalten wird. Diese Nieten, die gehen scheinbar, aber nur scheinbar, durch das innere Cover und durch das äußere Cover, also durch diesen lilanen Stoff und den schwarzen Stoff.
Allerdings habe ich das so gemacht, dass ich zwei Nieten benutzt habe, denn sonst hätte ich auf der einen Seite ja die hässliche Seite gehabt. Also es sind jetzt hier alle schönen Seiten von den Nieten und auf der anderen Seite von dem schwarzen auch, weil ich halt zwei Nieten benutzt habe. Das war ziemlich kompliziert, die an die richtige Stelle zu kriegen, aber alle diese Löcher sind durchgängig. Also die gehen nach außen durch, sodass man da auch noch eigene Sachen dranhängen könnte, die jetzt entweder nach innen oder nach außen hängen. Ja, so ist das. Für dieses Journal hier habe ich extra ein digitales Papierset erstellt, weil ich nämlich so gut wie keine Materialien zum Thema Hexen hatte. Und ja, dann habe ich das halt mal so gemacht. Und das findet ihr jetzt auch in diesem Journal hier wieder, nebst einigen anderen Dingen. Das hier zum Beispiel ist ein Tag aus diesem Hexenkit. Und ja, also die Person, die das bekommen wird, hat sich auch verschiedene Farben gewünscht. Ihr seht schon hier relativ viel Grün. Sie hat gesagt, ich möchte gerne Grün, weil das für mich im Zusammenhang mit Hexen so eine giftige Farbe ist. Und das passt halt gut dazu. Ich möchte gerne Rot, weil Rot und Blut und so, ne? Ich möchte gerne Orange, wegen Hexenverbrennung und solchen Dingen. Klar, man assoziiert verschiedene Farben mit diesem Thema. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte nochmal, das ist jetzt aber gar nicht so einfach, denn ich wollte nicht, dass dieses Journal so, wer weiß, wie kunterbunt wird. Deswegen habe ich jetzt, wie ihr hier seht, die ganzen grünen Sachen zusammengetan und später kommen noch die anderen Farben sozusagen vor. Ich habe also pro Signatur versucht, eine Farbe aufzugreifen, also diese ganzen krassen Farben. Also hier ist jetzt sozusagen die erste Signatur zu Ende. Eine krasse Farbe war jetzt für mich grün, also habe ich die in dieser ersten Signatur sozusagen aufgegriffen. Und die anderen krassen Farben habe ich halt in die anderen Signaturen gepackt. Und dann gibt es noch ein paar so neutrale Signaturen. Also diese hier ist jetzt zum Beispiel verhältnismäßig neutral. Und ja, so habe ich halt versucht, dieses Farbenproblem zu lösen, indem ich eben die Farben auf die Signaturen so ein bisschen aufgeteilt habe, anstatt die komplett zu mischen. Ja, das hier ist zum Beispiel so Blindenschrift. Also das ist jetzt gerade von der falschen Seite, aber ja, kann man hier so fühlen. Das finde ich, schaut total schön aus im Zusammenhang mit diesem, ja, mit diesem Thema. Das hat jetzt, also ja, ich hoffe, die Hexe ist nicht blind, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Entschuldigt bitte meinen komischen Kamerawinkel und mein etwas eigenartiges Kamerabild. Ich muss dazu sagen, ich hocke hier gerade nahezu unter meinem Wohnzimmertisch am Boden und versuche, das hier irgendwie aufzunehmen, weil ihr wisst ja, ich bin ja nicht mehr an meinem Wohnwagen jetzt gerade, sondern in meinem zweiten Zuhause sozusagen. Und jetzt habe ich mir gerade aus einem Mikrofonständer, einem Notenständer und hier so einen komischen anderen Teil eine Konstruktion gebaut, mit der ich das hier irgendwie filmen kann. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen mühsam. Aber ich gebe mein Bestes, dass ihr das hier sehen könnt. Ja, das hier ist wirklich ganz cool. Das habe ich bekommen von Angie, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war mal so ein CD-Cover und da war so eine Frau drin, die ganz viele so Locken hatte, also so extreme Haare irgendwie. Und das hat total gut, finde ich, da reingepasst, weil ja, Hexen haben für mich so irgendwie so extreme Haare immer. Vielleicht ist das gar nicht so, aber irgendwie war diese Assoziation so da. Das hier zum Beispiel kommt auch aus diesem CD-Cover und da habe ich mir gedacht, ich muss das hier mit aufnehmen, weil ja, das einfach irgendwie, das hat irgendwie dazu gepasst. Ja, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und dann habe ich hier auch relativ viele so kleine lose Elemente reingetan, damit die neue Besitzerin sich da möglichst austoben kann und nicht so viele Sachen vorgegeben sind. Daher sind auch einige Taschen relativ leer oder zum Beispiel gibt es hier relativ viele solche Überschriftenschildchen, wo man sich eben Überschriften notieren kann und ja, einfach gewisse Dinge notieren kann. Und auch die Tags hinten sind und die ganzen Journaling-Karten und so weiter sind relativ schlicht. Ich habe da teilweise nur so ein bisschen drauf gestempelt, dass sie wirklich richtig viel Platz hat, um da noch eigene Sachen reinzuschreiben. Das hier zum Beispiel stammt jetzt aus meinem digitalen Papierset. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen anders hier hinsetzen.
Mir schläft mein Bein ein. Also diese ganzen Hexenmotive, die ihr hier seht, stammen alle aus meinem eigenen Papier. Und diese ganzen Sachen sind halt Taschen, ne? Logisch. Man muss ja irgendwas da unterbringen können. Das hier zum Beispiel sind jetzt auch zwei Seiten aus dem Kit. Dieses Kit findet ihr im Übrigen auch in meinem Etsy-Shop. Ich verlinke euch das aber auch unter dem Video, sodass ihr das relativ leicht finden könnt. Ja, hier sind wir jetzt in der lilanen Signatur. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte exakt zwei Arten von getrockneten Pflanzen in meinem Schrank. Einmal diese etwas wild aussehenden Orchideen, diese bläulich-lilanen, und diesen Farn, den ich jetzt hier in diese kleine Karte hier integriert habe. Es waren die einzigen Pflanzen in meinem Schrank, die ich besaß, als ich dieses Journal gemacht habe. Und ich habe ehrlich gesagt, als ich das digitale Papier gemacht habe, jetzt bringe ich das da nicht wieder rein. Herrgott, nochmal, das geht eigentlich ganz leicht, aber wenn man hier so hockt, entschuldigt, als ich dieses digitale Papier gemacht habe, habe ich im Traum nicht dran gedacht, dass ich diese Pflanzen im Schrank habe. Aber, wie ihr seht, sind auf dem digitalen Papier auch Orchideen in so einer ähnlichen Farbe und was ihr später noch sehen werdet, ist dort auch Farn, eben in so einem grünlichen Ton. Ja, und ich weiß jetzt nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber das fand ich schon irgendwie ein bisschen strange, dass jetzt ausgerechnet dieser Zufall passiert ist. Ja, hier sind jetzt andere Pflanzen, aber auf den anderen digitalen Seiten ist eben dieser Farn. Das hier ist so pflanzengefärbtes Papier. Dieses hier habe ich mit Distress Oxide eingesprüht und ich habe auch eine Happy Mail bekommen von der Person, die dieses Journal bekommen wird. Und ja, Sabrina, vielleicht findest du hier einige deiner Dinge wieder. Denn da waren einige so Dinge drin, wie zum Beispiel diese Aufkleber, die sich hier jetzt einfach perfekt geeignet haben. Und ich konnte nicht widerstehen, die dann hier direkt in dein Journal wieder einzubauen. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Ja, das war irgendwie ein witziger Zufall. Dann hat auch die liebe Iris, danke Iris, mir zwei so Hexenzeitschriften geschickt. Daraus ist unter anderem dieses hier und auch noch einige andere Seiten, sodass das dann auch von den Texten, die hier so stehen, inhaltlich irgendwie dazu passen könnte. Und ich habe außerdem, so wie zum Beispiel diesen Totenkopf hier, einige Elemente aus meinem Do-It-Yourself-Halloween-Kit hier mit hineingetan, lose, sodass man das dann später auch zu Halloween verwenden kann, weil ich glaube, die Sabrina mag Halloween ganz gerne, ich das so richtig gesehen habe auf ihrem Facebook-Feed, sodass man aber dann, also man kann jetzt im Prinzip diese Halloween-Sachen komplett da rausnehmen, die sind nicht irgendwie festgeklebt, weil ich weiß, was sie ungefähr mit diesem Journal vorhat, passt das glaube ich nicht so ganz gut, wenn man die jetzt irgendwo hier schon so fertig integrieren würde, deswegen habe ich hier zum Beispiel diese Kürbis und das ganze Zeug einfach so lose hier reingetan, sodass sie dann entscheiden kann, ob sie das in diesem Journal verwenden will oder nicht. Das hier ist zum Beispiel so ein Bellyband. Ja, und hier sind auch ziemlich viele alte, so Originalzettelchen drin, sage ich jetzt mal. Also dieses Papier hier aus diesem Blindenschriftbuch, das habe ich auch mal in einer Happy Mail bekommen. Jetzt habe ich mich gefreut, dass ich das schon hier verwenden kann. Das ist natürlich ein Original, klar, sonst würde sich das nicht so anfühlen. Aber auch diese Seiten hier zum Beispiel sind alles Originale. Genauso wie sämtliche Buchseiten und auch diese Rechnungen, die ich hier verwendet habe, um einfach diese Schrift noch so ein bisschen älter wirken zu lassen. Hat das jetzt gerade Sinn ergeben? Ich hoffe schon. Ja, und das hier. Das habe ich da gefunden in so einem Naturbuch. Da habe ich mir gedacht, ich muss das benutzen. Ich fand die so cool. Sabrina, ich hoffe, die gefallen dir genauso wie mir. Man hat irgendwie da direkt das Gefühl, dass die so flauschig sind, aber trotzdem sind die so garstig, so total garstig. Ja, hier auch nochmal so ein kleines Notizzettelchen, sodass man auch ja, auf solchen Seiten, wo eben Schrift ist, von den Buchseiten noch die Möglichkeit hat, was zu schreiben. Ohne dass das da stört. Diese kleinen Umschläge sind übrigens auch von der Sabrina, die mir in der Happy Mail geschickt hat. Und ja, ich fand irgendwie, die passen da total gut hin. Das hier ist aus so einem Handlesebuch. Das fand ich irgendwie ganz interessant, auch wegen der Farben und wegen dieser Struktur, die dieser Handabdruck da hinterlassen hat. Musste da rein. Hier ist noch der fehlende Kollege von den anderen da. Ja, also wie gesagt, ne, diese Seiten sind halt auch aus dem Printable.
lauter Journaling-Karten. Und diese schwarzen CD-Hüllen hatte die Sabrina mir auch geschickt. Habe ich gedacht, okay, ich will da CD-Hüllen reintun mit so Pflanzen drin. Aber die normalen weißen gefallen mir nicht für dieses Thema. Also war das perfekt, dass ich die bekommen habe. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar von diesen Dingern. Die hattet ihr jetzt höchstwahrscheinlich auch schon ein paar davon gesehen. Das sind so kleine Zigarettenbildchen. Die habe ich mir mal auf eBay Kleinanzeigen erstanden. Und die sind so schön, weil die sind so golden, aber trotzdem nicht so krass glänzend. Und diese Bilder, die da drauf sind, die sind einfach so schön. Ich hoffe, du freust dich, Sabrina, dass du das da drin hast. Weil das ist für mich so ein bisschen das Highlight von diesem Journal. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen kann, wenn ich das Cover bedenke. Weiß ich nicht, ob diese kleinen Bildchen hier für mich das Highlight sind, aber ja, ich bin ganz froh, dass ich die damals gefunden habe und jetzt habe ich gedacht, ich gebe dir ein paar ab. Ja, teilweise stammen die Bilder, so wie dieses hier, das war mal so ein kleiner Krebs oder sowas, aus so, wie soll ich sagen, so Naturbüchern, wo ich einfach die Farben versucht habe aufzugreifen. Also rot hatte sie sich ja gewünscht, wegen Blut und so, ne? Da habe ich halt versucht, Bilder zu finden, die irgendwie diese Farben aufgreifen und bin dann auf die Idee gekommen, dass man ja auch genauso gut hier wie das hier zum Beispiel von so einem Himmelsfoto oder so oder was auch immer das mal war, nehmen kann, um diese Farbe aufzugreifen. Ja, ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp oder sowas. Hier noch so ein kleiner Tag. Und das zum Beispiel, das fand ich auch so cool. Also das sind hier so Wassertropfen, wie ihr seht. Das ist jetzt irgendwie ein Stück von dem, was ihr da vorgesehen habt. Das war irgendwie so doppelt, so eine Doppelseite. Und ich fand dieses Grün und dieses Rot, das passt irgendwie so geil zusammen. Und trotz, dass die Seite so glänzt, ne, also ich mag es ja normalerweise nicht, so glänzende Seiten da so zu integrieren. Aber ich finde, hier passt es total gut rein, weil die Farben einfach auch so intensiv sind. Und ja, da kann man jetzt zum Beispiel auf der Rückseite noch ein bisschen Gesso draufstreichen oder hier oben was hinkleben und dann schreiben, sodass eben hier die Schrift verschwindet. Und ich habe das dann hier auch versucht zu kombinieren mit so ein bisschen matteren Seiten. Also das hier ist zum Beispiel einfach aus so einem Buch gewesen. Dieser Baum erschien mir ganz passend. Die Eule habe ich dann dahin gestempelt. Ja, sodass da so ein bisschen so eine Art Kombination aus glänzenden Seiten und matten Seiten entsteht. Alle diese Seiten, die ihr hier seht, sind mit Tee gefärbt. Und ja, das, was man jetzt vom Printable ausgedruckt hat, wie das hier zum Beispiel ist jetzt auch eine ausgedruckte Seite oder dieses hier, das ist ja dann auch relativ matt. Also wenn ich das auf mein Fotopapier drucke, dann erhalte ich einen relativ matten Ausdruck. Und ich finde, ja, da muss man immer so ein bisschen so eine Kombination erschaffen. Gerade hier jetzt zum Beispiel. War es davor matt, hier ist es matt, diese Seite ist ganz matt und wenn dann irgendwann dieser Übergang kommt zu einer glänzenden Seite, diese Seite zum Beispiel aus diesem botanischen Buch ist ein bisschen glänzend, dann versuche ich immer das irgendwie mit den Farben auch so hinzukriegen, dass dieser Glanz sozusagen nicht so stark auffällt. Also ja, ich weiß nicht, seid ihr da auch so pingelig? Schreibt mir doch mal bitte einen Kommentar, ob ihr da auch so pingelig seid mit diesen glänzenden und nicht glänzenden Seiten. Und für dieses Journal habe ich jetzt aber schon versucht, relativ viel auch matte Seiten zu verwenden, dass man eben auch vernünftig darauf schreiben kann. Also hier müsste man tatsächlich sich jetzt einen Stift suchen, der auf glänzendem Papier vernünftig schreibt. Also zum Beispiel Füller, den man dann aber anständig trocknen lässt. Kugelschreiber zum Beispiel würde ich jetzt hier nicht verwenden. Und das war eben auch so eine Sache, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, weil ich ja weiß, dass Sabrina da relativ viel drin schreiben will. Und das ist ja auch bei so einem Journal logischerweise so gedacht. Und das möchte man ja so. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, wie mache ich jetzt das? Und das hat mir nochmal so bewusst gemacht, dass man vielleicht, ja, wenn man so ein Journal macht, den Leuten auch sagen sollte, mit was für einem Stift sie da drauf schreiben sollen. Also für alle, die selber Journals machen, wo die Leute dann vielleicht sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was ist denn so ein Junk Journal eigentlich? Was tue ich denn damit? Da sollte man vielleicht, wenn man ihnen erklärt, dass sie dort etwas hineinschreiben können, auch so ein bisschen darauf eingehen, ja, dass man eben vielleicht auch verschiedene Stifte verwenden muss, dass man da ein bisschen flexibel sein muss, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe da jetzt sowas wie ein normales Notizbuch, wo ich halt einfach mit demselben Stift schreiben kann, weil jede Seite gleich ist, sondern ich muss mich da auch so ein bisschen dem Journal anpassen. Also man muss schon so ein bisschen Freund werden mit diesem Journal. Aber das ist ja mit jedem Journal so, oder? Wenn man kein Freund des Journals ist, dann hat man sowieso schon verloren.
Dann braucht man erst gar nicht anfangen. Ja, nehmt das bitte nicht so alles so ganz ernst, was ich hier sage. Ja, hier kommen wir jetzt auch schon so nahe bald zum Ende. Hier habe ich ein paar so Jelly Plate Versuche gemacht. Ich hoffe, dass die nicht allzu wüst geworden sind und einigermaßen jetzt hier hineinpassen. Aber diese Farben hatten mich jetzt auch so ein bisschen an dieses Giftgrüne erinnert, was sie sich gewünscht hatte. Das hier ist zum Beispiel so eine Karte, die habe ich schon Ewigkeiten, aus so einem Buch von der Bücherei, wo man sehen kann, wann man das wieder zurückgeben muss. Finde ich ganz cool, wenn man solche Sachen da integriert, weil auch so diese ganzen Tabellen und so hier zum Beispiel ist im Hintergrund auch so eine Tabelle. Das passt für mich irgendwie auch hervorragend zu diesem Thema. Ja, so ist das hier. Hier haben wir jetzt mal noch die klassisch schwarze Signatur, die natürlich nicht komplett durchgehend schwarz ist, denn man will ja auch noch irgendwas drauf schreiben. Und hier habe ich jetzt so ein kleines Ephemera-Halterchen gemacht. Das war ursprünglich mal von so einem Briefmarkenset. Da sind die Briefmarken alle hier drin gesteckt. Die habe ich jetzt inzwischen schon verwendet. Und da habe ich jetzt diese ganzen Teile hier reingesteckt, unter anderem auch solche Protector-Ringe hier, sodass, wenn sie sich eigene Tags noch machen will, sie die da benutzen kann. Und die Page-Tabs, die in dem Kit vorhanden sind, die man hier so benutzen kann, um die so an die Seiten zu machen, die habe ich auch alle lose da reingetan, anstatt die jetzt an die Seiten dran zu machen, weil ich ja nicht weiß, an welchen Stellen sie die brauchen wird. Sodass ich mir gedacht habe, das ist besser, wenn sie sich die selber da dran klebt und selber sich das dann so aufteilen kann, wie sie das gerne machen möchte. Ja, hier oben ist zum Beispiel noch so eine kleine Tasche. Das ist hier so ein Bellyband. Das ist jetzt aber auch alles leer, sodass man das eben ja, selber befüllen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht genau, was das für eins sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen gewinnen mit diesem kleinen, aber feinen Schörnchen hier. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar unter das Video schreibt, wie ihr das gefunden habt. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, bitte drückt doch auf Abonnieren. Dann würdet ihr mir eine sehr große Freude machen und auch meine nächsten Videos sehen, die ich dann irgendwann mal rauflade. Ich bin jetzt gerade ziemlich im Stress, weil mir meine beiden Beine eingeschlafen sind. Ich glaube, ich muss mal ein Foto posten, in welcher Position ich das hier aufgenommen habe. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ich glaube, ich rufe jetzt mal meinen Orthopäden an und dann geht es mir vielleicht danach etwas besser. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss.